Wie gesagt, es ist eine Vorgabe, die wir reinmachen müssen. Ich habe sie vergessen. Und bevor ich auf die Finger gekloppt bekomme, müssen wir damit leben. So. Also, ihr werdet hier absolut gar nichts verpassen, weil es genau da weitergeht, wo es aufgehört hat, nur 40 Sekunden später. Und damit heißt es für North, ja, diese sehr knappe Runde, die Sprout natürlich auch gut tut, weil sie halt North so ein bisschen piesacken. Und das brauchen sie auch. Sie brauchen Runden und müssen hier endlich irgendwie in diese Partie reinkommen. Also, Vorlaufrunde muss da sein. So, und damit sind wir wieder zurück. Also, ihr seht jetzt auch wieder Bild. Und wie gesagt, ihr habt nichts verpasst. So einfach ist das. So, und es geht direkt über die Mitte. So, jetzt versucht man hier irgendwie durchzupushen. Mal gucken, ob das was wird. Nato steht da gut im Kreuzfeuer. Sein Mitspieler wird rausgenommen. Und nur dann ist es Speedy, zumindest hier mit dem Refrag. Aber das war es auch schon. Also, 2-gegen-2 Situation. Wieder ein Retake für Sprout. Vollaufrunde muss sein. Aber da steht Cadian bereit mit der AWP. Und dann zieht Walde einfach rein und setzt hier instant das Brett. Ja, na, gute Nacht. 8. Runde für North. So, dachte Jitko geht off und spielt jetzt für Sprout. Kein Ding, ich übernehm das für die. Mit der XM bin ich da. XM Raid Boss. Läuft auf jeden Fall. So, 2-8. Also für North läuft es überhaupt nicht gut. Sie gewinnen halt mit Biegen und Brechen diese eine Pistol Round, wo North so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen unachtsam war. Aber das war's auch schon. Das war die einzige Runde, die Sprout gerade so ein bisschen nach vorne katapultiert hat. Nochmal die Partie zurückschießt. Ansonsten lässt hier North überhaupt nichts anbrennen. So, Dennis da mit einer Schelle. So, jetzt wird er gucken, wie kurz anzulenken. Bitte, funktioniere einfach alles. Lasse mich nicht hängen. So, 3-3 nach Mannstärke. So, Sprout teilt sich neu auf. UMP bei Dennis. Erstmal mit der Deagle. Also UMP ist hier egal. Hauptsache die Deagle brettert. So, so geht einmal rein. Netto Suffix damit Low AP und jetzt liegt es an Dennis. Einen nimmt er raus. Jetzt geht's auf die UMP. Hat er versucht, den Spieler vielleicht auch so ein bisschen zu baiten mit. Aber im Endeffekt wird das hier nicht der Fall sein. Am Ende sitzt halt dieser entscheidende Kill nicht. Aber die Idee ist gar nicht so schlecht von Dennis. Erst schon mit der Deagle schießen, ne? Dann macht er nur eine Deagle, die hat er leer geschossen, dann kommt die UMP zum Einsatz. Ne? Also, da kann man den Gegner auch mal gut reintrappen lassen. Aber im Endeffekt ist es nur noch Percy an der Deagle. So, einziger Headshot. Nö, einziger Headshot von Walde, ja. Und das war's also, 2-9. North behält hier die Überhand. Also bisher funktioniert hier das wunderbar. So, und damit ist es hier für das Team rund um Sprout immer noch ein Katzen-und-Maus-Spiel nach Runden. Aber bisher kann hier Sprout als die kleine Maus nicht wirklich abhauen.
vor dem großen Kater, und zwar vor North. Tja, und auch in der Runde sieht es erstmal nicht gut aus. Da wird nämlich einfach rumgeschossen. Demzeit gewinnt man auch alle Duelle Richtung A. So noch die beiden Spieler Richtung B. So, da wird auch direkt jagen gegangen. Was gibt's hier in der MAC-10? Ja, da freut man sich natürlich. Da Weihnacht ist sehr. Da kommt Santa Claus schon mal ein bisschen früher und verteilt schon mal die Geldgeschenke. Also, Gutscheine für die nächste Waffe sind damit schon mal verteilt. Bei den Spandauer Arkaden könnt ihr schon mal einkaufen gehen bei North. Na? So, 2 zu 10, also es ist sehr, sehr, sehr eindeutig zurzeit, was wir hier auf dem Server sehen. Es ist halt der Map-Pick von North und, ja, sie spielen das einfach gut runter. Sehr dominant. Ja, und mit so einem Headshot hast du auch keinen Bock mehr. Da klappt halt nichts bei Sprout zurzeit. So, da geht man jetzt auch wieder rein, versucht die Banane nochmal gegenzuhalten bei Dennis, aber da wird von North auch mehr als genug Druck wieder aufgebaut. Da braucht Dennis gar nicht mehr zu pieken. Wäre eher sein Todesurteil, wenn er da nochmal in der Position stehen würde. Damit holen sich die Dänen auch erstmal die Banane ohne größere Probleme. So, in der Mitte passt man auf. Also, Speedy, zumindest da mit der Antwort und mit dem Ausgleich. So, jetzt müssen wir hier aber weiter aufspreaden. Das heißt, bei den Jungs und Sprout auf ein 2-2-Setup gehen. Auch natürlich ein bisschen die Granaten einsetzen, die NATO noch dabei hat. Percy steht Richtung A, das heißt, der kann nicht die Banane absmoken. Das ging früher mal, heute nicht mehr. Früher konnte man die Smoke da wunderbar drüber schmeißen und aus CT dann noch aushelfen oder die erste Smoke reinwerfen. Das geht heute nicht mehr, wäre mir neu. Und damit muss die Doppeldeckung im Graben stehen. Und das wird die Aufgabe von Speedy und Percy sein. So, Molotov wird hier abgelöscht. Damit der eine Spieler bekannt. Ja, und den müssen wir auch noch abchecken. Und das klappt hier wunderbar. Speedy fällt da viel zu früh. Und am Ende Percy einfach nur Bantafutter. Und dann kann Sprout schon wieder safen gehen. Da kommt Dennis auch nicht schnell genug hinterher. Also, das wird die 11. Runde für North. Also, mehr als Double Digit schon hier erfüllt. Da hast du natürlich das Nachsehen. So, Dennis. Zumindest hier nochmal mit einem. Er ist so ein bisschen jagen gegangen an der Rampe. NATO versucht da auf jeden Fall irgendwie diese AWP zu verteidigen. Das ist vielleicht noch der letzte Strohhalm, an dem sie sich festhalten können. Diese beiden Waffen. Um auf ein paar Runden noch zu kommen. Also muss ich schon sagen, North spielt hier gerade eine andere Liga. Muss man einfach sagen. Tut mir sehr leid für die Jungs natürlich auch von Sprout. Weil ich mag sie alle sehr gerne. Es ist ein solides Team. Aber hier sehen wir gerade auf jeden Fall von den Jungs von North einfach eine andere Liga. Es ist einfach besser. Muss man einfach sagen. So, aber zumindest gibt es hier von Dennis nochmal die Antwort. Da sind nochmal die eine Waffe, die man durchbringt. Aber das ist halt nur eine. Der Rest ist hier nochmal im Safe. Man will in der 15. Runde nochmal investieren. Nochmal irgendwie diesen ganz, ganz kleinen Strohhalm anpacken und in die Partie zurückkommen. Wie wollen sie das schaffen? Das ist die große Frage. Es wird verdammt schwer. 3 CT-Runden wären das. Aber zumindest haben sie jetzt den Vorteil, auf dem sie auch so ein bisschen aufbauen können. Sie haben den ersten Kill bekommen. Sie konnten die AK einsetzen. Dennis mit dem ersten Widerstand Richtung B. So, die Smoke kam nicht an. Wollte ich nur mal erwähnen. Wer hat die geschmissen? Wer ist hier der Boomer? Auf jeden Fall Kaden schmeißt noch eine. Ist schon okay. So, oben geboostet. Na, da kann Dennis nicht viel machen, der ist einfach nur Dauerblind. Das gleiche gilt für Faven.
sauberer Execute, aber Faven hält nochmal gegen, zack, das war's aber am Ende. Tja, da machst du nichts, ne? Das ist einfach gut gespielt von North in der Situation. Einfach ihr Basic Counter-Strike, einfach das Basic Stratbook bei North ausgepackt. Die heilige Bibel des dänischen Counter-Strikes. Geschrieben von Cadian und Glaive. Und gepaart mit gutem Aiming, was man hier bei North auf den Tisch legt. Und schon ist das eine 12. Runde. Ja, die letzte, allerletzte Runde für Sprout, nochmal was auf der CT-Seite zu reißen. Sie haben nochmal gespart. Ja? Und ich würde fast, ich will hier jetzt North nicht, ich will Sprout hier nicht komplett hochjubeln in den Himmel. Es ist halt ein Ergebnis, was für North auf jeden Fall spricht. Aber es waren knappe Runden dabei. Es waren schon ein paar Runden dabei, wo Sprout halt echt hätte. Na, das hatten wir doch schon auf Nuke gehört. Hätte Fahrradkette. Aber sie hatten die Chance, die Partie, boah, in vielen Situationen, halt in dieser Afterplan-Situation, wo sie 2-2 gespielt haben, hätten sie halt wirklich auch gewinnen können. Am Ende ist es halt einfach die Coolness, die North hier nach vorne schickt. So, da eine ist schon im Pit drin. Ciao. Nee. Selbst wenn man da einen Vorteil sich erarbeitet, wird er von North immer wieder kaputt gemacht. So, das war's also. 13 Runden für Starte Dänemark, für den FC Kopenhagen. Für wen auch immer. Aber auf jeden Fall 13 sehr starke Runden für North auf Inferno. Na, das sind auch die Fehler, die es dann am Ende wahrscheinlich kosten könnten. Also, wie gesagt, Sprout hatte viele Chancen, Runden zu holen, indem sie einfach ihren Afterplan runterspielen, was hier leider nicht der Fall war. Sie haben oft genug eine 2-gegen-2-Situation gehabt, aber am Ende leider... Genau da war der Knackpunkt, dass Sprout nicht in die Partie reinkam. Tja, und so ist es halt. Das Leiden. Des jungen Wärters. So. Das tut ein bisschen in der Seele weh. Naja, schauen wir einfach mal. Was hat Sprout hier noch zu bieten? Vielleicht die T-Seite ja einfach nochmal eine komplett andere Welt. Tja, vielleicht hätten wir ein Schild aufstellen sollen. Bitte den Rasen nicht betreten, der Sprössling muss noch wachsen. Aber Sprout läuft da einfach wie ein kleines Kind drüber. Vielleicht fahren sie auch einfach mit dem Catguard drüber. Da ist der Rasen und der kleine Sprössling zurzeit etwas ramponiert. Aber vielleicht wächst er und gedeiht er nochmal. Und zwar hier in Halbzeit Nummer 2. Aber Gate hält hier direkt wieder gegen. Damit dünnt man auch das Team rund um Sprout wieder aus. Aber Faven reißt den Spot auf. Damit geht es in den Retake. Lange Distanz ist natürlich der Vorteil für die USP. Und dann fallen beiden Spieler um. Also, einer kommt durch. Das ist Nato Sefix. Wird aber auch hier auf lange Distanz einfach nur, ja, zertreten. Also, das Gras bzw. der Sprössling kann hier leider gerade nicht so wirklich sprießen. Also, gucken wir einfach mal, was hier noch drinne. Hoffnungen sind hier vielleicht nochmal gegeben, aber das ist wieder gutes Informationsspiel. Also man übertreibt es dann noch nicht und versucht dann irgendwie durchzupushen. North spielt einfach ihr Standardrepertoire an Taktiken runter, hat man dann auch auf der T-Seite ganz gut gesehen. North kann da eigentlich noch ein bisschen mehr, aber da reicht halt einfach das Standardrepertoire. Wie gesagt, das heilige Taktikbuch Dänemark. Für CSGO. Geschrieben, Autor Glaive und Cadian. So, guter Molotov. Damit geht es erstmal nicht nach vorne. Das kostet natürlich auch wieder Zeit. Kommt nochmal gegen Molotov. Der wird aber hier einfach im Keim erstickt und damit geht es jetzt rauf. UMP ist natürlich eine sehr undankbare Waffe auf diese Distanz.
Aber die Deagle hat zumindest schon mal den nächsten Spieler da gesehen. Damit sitzt er am zweiten Obsess und Netto Safex kümmert sich um. So, jetzt wird er nochmal durchgepusht und da ist Netto Safex das zweite Mal da mit der CZ. So, wie heute kann Kadian die Bombe hier rausnehmen. Starkes Spiel von Kadian. Aber am Ende ist es Dennis. Zumindest mit der Antwort. Sie können den Spot verteilen. Die Bombe ist aber immer noch nicht geplantet. Und der Spieler wurde gesehen. Der Headshot sieht Speedy. 99 Damage lässt grüßen. Aber zumindest kann Speedy hier einfach frech den Kill holen gegen Gate. Also mit einem HP springt er da für sein Team nochmal in die Bresche rein. Aber es ist nur noch Walde. Mit der UMP kein leichtes Pflaster. So, also, der kleine Sprössling, der darf wahrscheinlich hier nochmal wachsen, so wie es aussieht. Also, es ist nochmal eine Runde, eine sehr wichtige Runde für Sprout, Runde Nummer 3. Also, auf jeden Fall, Speedy hat das geschmeckt, da nochmal in die Breche reinzuspringen. Und seinem Team das ein bisschen leichter zu machen. Damit auch keine Chance mehr für North nochmal den Retake zu spielen. Ganz, ganz wichtige Runde für Sprout. Und damit wird es weitergehen. Waffenvorteil gibt es damit jetzt beim deutsch-dänischen Mix. So, wie weit können sie das hier runterspielen? Wie weit kommen sie hier nochmal in die Partie zurück? Ein bisschen Chance ist da, aber nur ein wenig. Es ist schwer, aber wie gesagt, vielleicht gibt es hier auch einfach das Comeback des Jahrhunderts. Abschreiben würde ich Sprout nie. So, baut zurück eine Banane auf. Ein bisschen in der Mitte wird dann auch gefightet, um natürlich auch so ein bisschen das Informationsspiel voranzutreiben. Oh, das Deck könnte so gut sein, ne? North entscheidet sich jetzt wirklich hier auf dem B-Spot zu stacken. Oh, das kann bitter werden für Sprout. Das kann mega bitter werden. Also, das ist vielleicht genau die goldene Entscheidung. Da wird hochgeboostet. Mal gucken, so, ob sie da wirklich mit den Spielern rechnen. Die CZ schlägt zu. Es wird einfach durchgepusht. Gate mit 2 Kills. Walde wird rausgenommen. Und dann wartet immer noch Kirby Richtung Side. Und wird der gecheckt? Nein, er wird nicht gecheckt. Kann aber den Kill nicht holen. 2 gegen 2. Oh, pardon. 2 gegen 1 Situation. Und Kadian steht bereit. Und Kadian ist ein super Spieler mit der CZ. Das haben wir eben schon gesehen. Sieht ihr, der Spieler will die Bombe rausnehmen. Aber am Ende reicht sie. Knappe Runde für Sprout. Guckt euch die AP-Zahlen an. 22 und 26 HP ist gar nichts. Also, da haben sie sich aber auch goldrichtig bei North entschieden. Sprout da mal ganz kurz am Struggeln gewesen. Trotz Waffenvorteil. So, und wie schon erwähnt, für Sprout ist es natürlich nicht der komplette Untergang. Man geht ins Lower Bracket, aber man sieht hier einfach, da ist viel, viel Arbeit noch für Sprout. Wenn sie auf dem Miner bestehen wollen, sollten sie es schaffen. Im Miner warten dann auch nochmal andere Kaliber. Da ist nicht nur Sprout unterwegs, auch ein Mausboard. Und auch viele, viele andere Teams, die sich auf dem Major schon gut präsentiert haben. So, auf jeden Fall der Stack diesmal gereadet. Und ausgeschaltet wird der höchstwahrscheinlich hier von Faven. Der ist mit dem Rasenmäher schon unterwegs. Diesmal wird den kleinen Sprössling hier keinen stutzen. Also keiner stutzen. Das ist eine sehr wichtige Runde für Sprout. Geht es nur noch heiß, diese AK durchzubringen. So, jetzt wird hier jagen gegangen. Die AK will man dem Gegner dann auch nicht geben. Trotzdem hält man auch gegen. Also die USP macht hier verdammt viel Schaden. Eieieiei. Also, nochmal 2 Leute rausgenommen. Und die bringen hier, so wie es aussieht, keine AK durch. Doch, sie bringen eine durch. Nochmal der Headshot hinterher. Aber am Ende reicht's nicht. Was haben sie noch bekommen? Gar nichts. Keine AK.
Eine Mac-10, eine Farm hast du durchgebracht. Und nicht die AK. Also am Ende würde ich sagen, kleiner Sieg für North. Weil das Equipment hier gut ramponiert wird. So ein Spout schmeißt alles weg. Die wollen einfach nur AK spielen. Aber sie können sich auch leisten. Na, wer die Kohlen hat, der kann ruhig investieren. So, und es geht Richtung Banane nach vorne. Also man versucht hier den Raum wieder bei Sprout einzunehmen. Wie gut ist das Timing gegen die beiden Spieler hier in der Banane? So, man kommt hier nochmal raus. Also Kirby, da nochmal im Schrecken davon gekommen. Hüpft Richtung Spot zurück, kann damit das Kreuzer etwas defensiver mit, zusammen mit Daisy aufbauen. Aber die Bananenkontrolle, die ist wichtig für Sprout. Und die kann man erstmal für sich beanspruchen. Aber es wird nicht das Ziel sein erstmal. Das Ziel ist Richtung A. Man will nochmal die Kontrolle über die Mitte haben. North zwischenzeitlich schon verschoben. Mit drei Leuten Richtung B. Das heißt, sie wird an Walde und an Gate liegen. Jetzt dieses straffe Tempo von Sprout auszuschalten. Zumindest so viel Schaden zu machen, dass der Retake möglich ist. So. Schnell. Kier wieder unterwegs. So, was ist jetzt möglich? Einen nimmt er mit raus. So, was kann Walde machen? Findet einen Mann. Findet fast einen zweiten. Ganz, ganz knappe Geschichte. Gut, kam da die Flashbang nicht wirklich rein. Aber trotzdem steht hier North schon für den Retake. Das ist eine gute Ecke von Faven. Wird hier aber gesehen und damit unter Druck gesetzt. Wird rausgenommen. Refrag ist aber da. 2 gegen 2. Mittelspieler damit down. Und es ist nur noch Cadian und AZ. Und die beiden versuchen hier nach vorne zu kommen. So, nur noch Cadian. Findet den Spieler oben. Graveyard, nein, es ist die nächste Runde für die Sprout Boys. Und damit geht es weiter. Also, kann sich Sprout hier nochmal in das Partiechen zurückkämpfen? Das ist die große Frage, die wir natürlich auch beantwortet bekommen wollen. Auf jeden Fall heißt es wieder für North, in den sauren Apfel beißen und ein wenig Geld sparen. Damit ist man wieder ausgestattet mit CZs. Das Puffer ist auf jeden Fall noch da, also braucht sich das Team rund um Cadian und Co. erstmal keine Gedanken zu machen. So, wieder sind 3 Spieler unterwegs. Boost wird nicht gecheckt. Eieiei, das ist diesmal ein bisschen mehr Schaden, den man damit weniger Spielern verursachen kann. Sauber getradet. Und Gabby wartet immer noch hinter der Smoke. Das gleiche gilt für Cadian. So, nochmal die Smoke. Wie gut ist das Timing? USP-Headshot wäre fein, am Ende reicht es nicht ganz. 4 AP bei Netto. Mehr Glück als Verstand und dann zieht hier die CZ rein. Und er weiß, wo der letzte Spieler ist. Der ist nämlich bekannt Richtung Zeit. So, Speedy. Der sucht natürlich jetzt hier Kirby. Wo ist er hin? Er weiß, dass er in der Ruine steht. Und er hat den Vorteil der Waffe und kann das am Ende für sich entscheiden. Noch eine Runde für Sprout. Das Comeback. Die Aufholjagd. Die geht weiter. Also nächste Runde und es fängt direkt an. Also man versucht den Go hier aufzuhalten Richtung Haus und da wird offensiv nach vorne gegangen und das geht für North wunderbar aus. Headshot sitzt nochmal, Dennis ist damit fast schon tot. Der Spray kommt aber nicht drauf, da muss Cadian dann mit der AWP eingreifen. Also der Push von North Richtung Haus gegen Sprout, um direkt den Raum Richtung Haus abzufangen, hat hier wunderbar funktioniert. Am Ende ist es eine 2 gegen 4 Situation und denkt dran, danach gibt es noch ein paar Spiele, dann wird nämlich Venom übernehmen. Die Bombe ist getroppt und das ist ein Riesennachteil für den guten Percy. Der ist alleine.
So, die Frage ist jetzt. Was will Percy in 37 Sekunden noch machen? Den sieht er auf jeden Fall, ist aber damit auch detected und bekannt. So, und das war's also. Das war's. 15 zu 7. Was haben die Ermittlungen gegen Ratche 1 ergeben? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Die ist spurlos verschwunden. Da wurde Beweismaterial verbrannt. Ich sag's euch. Wir haben nur noch eine Ratsche. Der Rest ist weg. Und wir hatten mal 3. Ist halt echt GG einfach. So, GG könnte es auch für Sprout hier sein. Es ist nochmal ein Force-Buy. Guckt euch das an. Das ist halt nicht so geil. Also, North möchte die Partie jetzt hier dicht machen. Mal gucken, ob sie das schaffen. Auf jeden Fall Sprout in der Banane mit spätem Zugriff unterwegs. 15 zu 7 kommt man hier durch gegen Cadian. Boah, was ein Kill von Cadian. Ey, geiler Flick auf jeden Fall. Dennis damit gefallen. Aber trotzdem wird das hier Sprout aufhalten. Die AK wird weitergegeben. Der Spray sitzt hier fast. Kirby kann aber trotzdem den Kill setzen. Und der Cutter, der wird hier abgefangen. Und damit hat North hier sehr gute Ausgangssituationen, um die Runde dicht zu machen. Also es wird verdammt schwer für Sprout hier nochmal durchzukommen. Auch dass Kirby das Ganze überlebt hat. So, Molotov kommt rein, wird nochmal aus der Ecke gedrängt, muss an den nächsten Pillar rangehen, aber die Rotation ist da. Und wie will man da nochmal durchkommen? Es ist nur noch Netto Sefix. Und er müsste jetzt im Kreis hier drehen, aber das reicht nicht. Und damit ist Sprout hier erstmal ins Lower Bracket unterwegs. GG, well played. North kann damit mit Mouseboards gleichziehen und eine Runde weiterkommen. Und damit die Chancen, heute schon das Ticket für das Miner zu lösen, auf jeden Fall nutzen. Ja, GG, well played, würde ich sagen. Also, die Jungs von Sprout einfach heute eine Klasse schlechter hier, muss man einfach sagen. Nicht schlechter, ich würde sagen, North einfach eine Klasse besser. Hört sich immer besser. Hört sich immer besser an. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, du hast halt gemerkt, North war halt einfach, wenn du das Aiming nimmst, einfach besser drauf. Besser on point. Die Taktiken auf Nuke haben eindeutig besser gepasst in das System. Man hat auch schnell die Antworten gefunden, um Sprouter unter Druck zu setzen. Auf Inferno gab es gar nichts zu holen in der ersten Hälfte. Auch wenn man da gute Chancen hatte, zumindest in vielen Situationen diese Retake-Situation ordentlich runterzuspielen, wo einfach auch das Quäntchen Klasse mehr bei North war, der Afterplant. Da hätte man auf jeden Fall den Umschwung schaffen können, hat man aber nicht geschafft und somit muss man halt ins Lower Bracket. Und das war's heute von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden jetzt eine kurze Pause machen und dann sollte es auch gleich weitergehen mit dem guten Venom. Wann das sein wird, werden wir natürlich auch weitergeben, die Informationen. Also bleibt dran auf jeden Fall, hier live auf 99 Damage, dann gibt es nämlich die nächste Partie und das dürfte dann auch Mouseboard sein, wenn ich mich nicht irre. Wir können ja einfach nochmal aufs Bracket schauen, was da Phase ist. Das gerne auch nochmal kurz aktualisieren. Also, Mouseboards gegen Vitality wird wahrscheinlich die Partie sein, die ihr euch Venom dann auch zeigen wird. Wir können hier schon mal reingucken. Wird das die Partie sein? Natürlich wird das die Partie sein. Also, Venom wird euch dann mit feinster Mouseboards Manier unterstützen und unten geht's natürlich für North weiter gegen Kinguin oder die X-Space Soldiers. Optik und die Fraxers oder Heroic streiten sich immer noch um den dänischen Platz im Viertelfinale. Mal gucken, wer am Ende ins Miner einziehen kann. Auf jeden Fall wird es ein dänisches Team sein. Außer Mixtura rasiert hier komplett. Also, Chancen sind gut für die Dänen hier durchzukommen. Auf jeden Fall geht es für Sprout ins Lower Bracket. Wie weit sie dann hier nochmal weiterkommen, das ist die große Frage. Werdet ihr morgen erfahren, dann ab 14 Uhr. Also, wer morgen nochmal Sprout sehen will, ab 14 Uhr sind die nochmal am Start. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und da wünsche ich euch viel Spaß mit Venom. Bleibt auf jeden Fall dran und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dem Jitco einen Follow da lassen. Das findet ihr hier auf der Seite, da. Und bis dahin, haut rein,
Wir sehen uns morgen wieder zum Katowice Qualifier. Ciao. Und bleibt dran, der Venom kommt noch.